Die Psychotherapeutin Angela Seiters hilft nicht nur depressiven oder traumatisierten Menschen. Den Unternehmensberater Lothar Birkner behandelt sie zum Beispiel wegen unkontrollierbarer Wutausbrüche. Und zum ersten Mal in 20 Berufsjahren macht Angela Seiters ein Patient richtig Angst. Ich hatte Hunger, also bin ich mit meinem Wagen zum Drive-In gefahren. Verstehen Sie? Drive-In, das sollte ja, sollte man annehmen, ein bisschen schneller gehen. Also ich fahre hin, bestelle mir ein paar Pommes und einen Burger und so weiter und es geht einfach nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht vorwärts, gar nichts. Es passiert überhaupt gar nichts und ich merke schon, wie diese Wut in mir hochkommt und ich schon wieder so einen Hals kriege, ja? Und dann kommt dann noch so eine Sprechanlagenstimme, die sagt, bitte warten Sie einen Moment, ja? Ihre Bestellung kommt hier im Moment. Und ich bin fast explodiert. Ja, aber Lothar, Sie wissen ja, was wir für solche Situationen besprochen haben. Ja, weiß ich doch. F, wie fokussiere dich, ja? Geh tief in dich, atme tief ein und aus. Bleib ruhig, zählen 21, 22. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und dann ging es ja auch schon langsam wieder weiter in diesem Drive-In und nicht am Bahnhof oder am Schrottplatz oder so. Na sehen Sie, Lothar, das sind natürlich nur kleine Lebenshilfen. Ja, das bewältigt nicht das Problem im Großen und Ganzen, hilft uns allerdings dabei, in Alltagssituationen die Kontrolle zu behalten. Ja, stimmt. Aber wissen Sie, deswegen bin ich eigentlich gar nicht hier. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen und ich glaube nicht, dass da Ihre Psychotricks im Alltag helfen können. Um was geht es da genau? Können Sie mir das erklären? Fantasien. Ich habe Gewaltfantasien. Ich habe furchtbare Gewaltfantasien. Hier drin, noch im Kopf, verstehen Sie, noch hier drin. Und ich habe einfach Angst, dass sich das irgendwann mal einen Weg nach draußen sucht. Ja. Worum geht es bei diesen Fantasien? Wie würden Sie die genau beschreiben? Ich habe seit einigen Wochen eine neue Freundin. Ich glaube, ich habe das an dieser Stelle auch schon ein paar Mal erwähnt. Ein ganz süßes Ding. Vielleicht ein bisschen jung, aber ganz lieb. Mhm. Ich habe Angst, dass ich ihr vielleicht was antun könnte und ich die Kontrolle verliere. Warum sollten Sie das tun? Sie lieben doch Ihre Freundin, oder? Das ist doch gar nicht die Frage. Natürlich liebe ich sie. Vielleicht sogar zu sehr, zu viel. Aber sie bringt mich fast zur Weißglut durch ganz kleine, banale Sachen. Ich explodiere dann fast. Und nachts liege ich dann in meinem Bett und stelle mir vor, wie ich ihr was antue. Ja, Lothar, ich würde gern weiter mit Ihnen sprechen. Allerdings müssen wir jetzt hier Schluss machen, weil draußen wartet schon der nächste Patient auf mich, ja? Wir haben in 3 Tagen haben wir schon wieder den nächsten Termin. Behalten Sie bitte im Kopf, was Sie jetzt mit mir besprechen wollten und dann gehen wir das Ganze noch durch. Ja, kommen Sie, ich bringe Sie noch zur Tür. Und denken Sie bitte immer dran, ja? Ihre Freundin ist weder der Grund noch der Auslöser für Ihre Wut. Das mit diesen Fantasien in meinem Kopf. Ich glaube, da ist was am Anmarsch. Hm. Helfen Sie mir. Auf Wiedersehen. Ich bin jetzt wirklich besorgt, weil so weit habe ich Herrn Birkner bereits analysiert, dass ich das, was er mir in der Sitzung erzählt, auch wirklich ernst nehme. Allerdings stecke ich jetzt mitten in einem Dilemma, denn einerseits bin ich als Ärztin natürlich der Schweigepflicht unterworfen. Andererseits kann ich schweigen, wenn womöglich ein Verbrechen bevorsteht. Eine meiner Kolleginnen ist zugleich eine meiner besten Freundinnen, die werde ich jetzt erstmal um Rat bitten. Für den nächsten Tag hat sich Angela Seiters mit ihrer Kollegin Vera Carstens verabredet, um ihr Dilemma zu lösen. Denn entweder verletzt die Ärztin ihre Schweigepflicht oder sie leistet einer Straftat Vorschub. Vera Carstens rät ihr, einen Anwalt ins Vertrauen zu ziehen. Auch er unterliegt der Schweigepflicht und weiß, wie sie sich als Therapeutin rechtlich korrekt verhält. Angela Seiter sucht daher einen Tag später die Kanzlei von Bernd Römer auf. Ja, also es geht um einen Patienten von mir, der schon seit einiger Zeit wegen seiner Wutausbrüche in meiner Behandlung ist. Allerdings erzählt er mir in der letzten Sitzung, dass er schlimme Gewaltfantasien hat. Gewaltfantasien, die seine Lebensgefährtin betreffen. Aha, und wenn Sie jetzt hier bei mir sind, dann vermute ich, Sie befürchten, dass es sich nicht nur um Fantasien handeln könnte oder dass zumindest zu befürchten steht, dass diese Fantasien Realität werden könnten.
Ja, genau. Dazu kommt natürlich, dass ich im Konflikt mit meiner Schweigepflicht stehe. Das verstehe ich. Das verstehe ich, natürlich. Sie sind in einem Konflikt. Sie wissen nicht, was Sie machen sollen. Genau, so ist es. Das ist auch ein Problem, das ist richtig. Grundsätzlich unterliegen Sie dieser Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, Sie dürfen niemandem Mitteilung darüber machen, wer Ihr Patient ist. Nicht über das, über was geredet wird, natürlich auch nicht. Das dürfen Sie auch mir gegenüber nicht sagen, auch wenn ich meinerseits zur Verschwiegenheit verpflichtet bin. Es gibt aber eine Ausnahme. Das Ganze kann gerechtfertigt sein. Nämlich dann, wenn tatsächlich die Besorgnis besteht, dass eine schwere Körperverletzung oder eine andere schwere Straftat gegenüber Leben und Gesundheit einem anderen Menschen gegenüber anders nicht verhindert werden kann. Mhm. Ja, also da muss ich in diesem Fall auf jeden Fall eine Ausnahme machen. Denn ich will nicht am Ende des Tages daran schuld sein, dass ein Mensch schwer verletzt wird oder womöglich sogar getötet wird. Das kann ich nicht verantworten. Dann halte ich es für richtig, dass Sie mir erzählen, um wen es geht und was genau Sache ist. Ja, also mein Patient heißt Lothar Birkner. Er ist nach außen hin ein ganz angenehmer und charmanter Mann eigentlich, aber er hat eine sehr gequälte Seele mit ganz tiefen Abgründen. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich ihm helfen soll. Ich würde ihm gerne helfen, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis er seine Fantasien in die Tat umsetzt. Kurz davor? Ja, also wir müssen dringend handeln. Frau Seiters, wann haben Sie den nächsten Termin mit dem? Morgen. Morgen? Mhm. Das ist sehr bald. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie nehmen diesen Termin mit ihm wahr. Mhm. Sie versuchen abzuklären und sich Gewissheit darüber zu verschaffen, ob es Fantasien sind oder ob Sie wirklich die Gefahr sehen, dass er die umsetzen könnte in die Realität. Wenn Sie der Meinung sind, Sie können ihn davon abhalten, dann ist es ja gut. Ich versuche, über meine Quellen, die ich habe, etwas über den Herrn Birkner herauszufinden. Hm. Und dann schließen wir uns kurz und dann besprechen wir, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich würde vorschlagen, Sie rufen mich an, sobald Sie den Termin mit ihm gehabt haben. Und sobald ich was Neues habe, melde ich mich auch bei Ihnen. Gut. Und ich werde dann versuchen, was ich kann, um auf ihn einzuwirken. Das ist eine ganz schwierige Situation für meine Mandantin. Wir müssen jetzt zweierlei genau wissen. Erstens, ist Lothar Birkner wirklich gefährlich? Zweitens, wenn er gefährlich ist, wie schnell wird er handeln? Dieser Zeitfaktor ist für uns sehr schwierig zu beurteilen. Ich werde deshalb versuchen, meine Quellen anzuzapfen, um genaueres über Lothar Birkner zu erfahren. Dann sehen wir weiter. Nach ihrer eigenen professionellen Einschätzung wird es Angela Seiters kaum möglich sein, einen Gewaltausbruch ihres Patienten zu verhindern. Die Therapeutin hat sich deshalb zu einem mutigen Schritt entschlossen. Sie will Lothar Birkner ins Gesicht sagen, dass sie ihn aufhalten wird. Ich bin Ihre Therapeutin. Wenn ich Ihnen helfen soll, dann muss ich das hören. Ja, es ist Albtraum. Völliger Albtraum. Der Horror. Und ich schäme mich auch sehr dafür. Vor allen Dingen, weil ich solche Fantasien habe gegen einen Menschen, den ich doch angeblich so liebe. Ich habe einfach Angst, dass ich komplett ausraste und die Kontrolle verliere. Ich verstehe, dass Sie unter Ihren Fantasien leiden. Glauben Sie mir, das erlebe ich wirklich sehr oft in meinen Sitzungen. Aber Sie müssen jetzt ein bisschen näher darauf eingehen, was die Fantasien genau betreffen, ja? Diese Fantasien, die ich habe, sie sind nicht gleich, sie sind immer differenziert. Verstehen Sie, immer anders, aber immer voller Gewalt und Hass. Und er schreit und brüllt in mir, dass ich was tun soll. Und immer schlimm. Und am Ende, in so einer Fantasie, liegt meine Freundin tot am Boden vor meinen Füßen. Lothar, waren Sie schon mal so weit, dass Sie jeden Moment gewalttätig werden könnten zu Ihrer Freundin? Gestern. Wir hatten einen Streit. Banal. Ich habe sie komplett angeschrien, total, wie ein Irrer, wahnsinnig. Aber im Kopf, hier drin, verstehen Sie, war ich schon 2, 3 Schritte weiter, verstehen Sie das? Ja. Können Sie mir nicht helfen? Hier drin! Ja, Lothar. Ich habe jetzt auch genug gehört. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich will Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie auch mitarbeiten. Wenn Sie offen über das sprechen, ja, und wenn Sie sich beruhigen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich werde nicht untätig dabei zusehen, wie Sie einem anderen Menschen etwas antun. Verstehen wir uns da? Aber ich will mir doch helfen lassen, aber ich weiß doch nicht wie. Sie müssen mir helfen. Sie können das. Ja, ich kann mir nicht selber helfen.
dann setzen Sie sich bitte hin und sprechen Sie mit mir. Ich habe Angst vor mir selbst, verstehen Sie das? Lothar, jetzt beruhigen Sie sich doch bitte. Setzen Sie sich hin. Ich kann mich nicht mehr hinsetzen. Das Einzige, was ich tun kann, ist nach Hause gehen, mich einsperren, den Schlüssel wegwerfen. Ich bin eine Gefahr für mich und für andere. Begreifen Sie, für mich und für andere. Ich muss hier raus. Das bringt gar nichts, Lothar. Raus. Bitte warten Sie, arbeiten Sie mit raus. Mir. Raus! Lothar, jetzt warten Sie doch bitte. Tina, sind Sie doch bitte so lieb und rufen Rechtsanwalt Herrn Bernd Römer an, ja? Legen Sie mir das Gespräch dann bitte in mein Büro. Okay, wird gemacht. Frau Seiters? Ja? Das ist Ihre Mama, das Krankenhaus, Ihre Tochter. Was? Geben Sie her. Angela Seiters hier? Was? Oh mein Gott. Ja. Gut, ich komme sofort. Ja, okay. Tina, ich muss sofort ins Krankenhaus fahren. Meine Tochter hat einen Autounfall. Ja, oh, sagen Sie oh bitte Gott. Alle Termine ab und rufen Sie bitte noch mal Herrn Römer an und sagen Sie, ich muss ihn ganz dringend sprechen. Oh, ja? Okay, ich kümmere mich drum. Bis später. In großer Sorge um ihre einzige Tochter ist Angela Seiters ins Krankenhaus geeilt. Bis zu der Schreckensnachricht über einen Unfall hat die geschiedene Therapeutin wochenlang nichts von ihrer Tochter Juli gehört. Die 47-Jährige hat wie immer zu viel gearbeitet und sich nichts dabei gedacht. Denn Juli ist bereits 21, studiert BWL und hat ihre eigene Wohnung. Juli, Mensch, was machst du nur für Sachen? Nichts, ist alles okay. Wie geht's dir? Ich lebe noch, wie du siehst. Du kannst also wieder zu deinen Patienten gehen und brauchst jetzt hier nicht auf besorgte Mutter zu spielen. Mensch, komm, jetzt red doch nicht so Unsinn. Sag schon, wie geht's dir? Alles halb so wild. Halb so wild? Ja, so siehst du auch aus. Komm, Mensch, jetzt sag schon, was ist passiert? Nichts, ich bin über die Straße gelaufen, ich bin angefahren worden, trotz Vollbremsung, aber ich war selber schuld. Der hat von sich aus die Beamten gerufen und mich ins Krankenhaus gebracht. Wie du siehst, kein Grund zur Panik, okay? Wie du meinst. Hast du denn schon mit dem Arzt gesprochen? Du hast dir doch bestimmt irgendwas gebrochen oder so. Hallo. Guten Tag, Sie sind die Mutter, nehme ich an. Ich bin Dr. Hagen, der behandelnde Arzt Ihrer Tochter. So, Frau Seiters, ich habe jetzt hier die Röntgenunterlagen. Zuerst einmal kann ich Ihnen mitteilen, erfreulicherweise, Sie haben bloß eine Hüftprellung. Das ist sicherlich schmerzhaft, aber es hätte durchaus schlimmer werden können. Also alles halb so wild? Weil der Autofahrer rechtzeitig reagiert hat. Nur was uns beim Beschauen der Röntgenbilder aufgefallen ist und mich ehrlich gesagt etwas verwundert, deshalb noch mal die Frage, haben Sie noch einen zweiten Unfall gehabt? Gestern oder heute? Einen Unfall? Nein. Einen zweiten Sportunfall oder ähnliches? Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Auf den Röntgenbildern ist klar und deutlich zu sehen, dass Sie noch eine angebrochene Rippe haben. Ja, aber das kommt doch bestimmt auch von dem Autounfall, oder nicht? Der Befund weist klar und deutlich auf, dass der Aufprall an der Hüfte genau auf der anderen Seite gewesen ist, wie das bei der angebrochenen Rippe. Das heißt, Sie müssen doch eigentlich Schmerzen haben oder so. Nein. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Sie da sehen. Also, das ist mir unerklärlich. Dann will ich das für den Moment dabei belassen, dass wir Sie bis mindestens morgen noch hier behalten. Ja? Danke. Wiedersehen. Mama, komm, jetzt sag mir schon, was ist passiert. Es ist wirklich nichts passiert. Okay, wie du meinst. Ich gehe uns dann mal einen Kaffee holen, ja? Hm? Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Bernd Römer wartet zur selben Zeit ungeduldig auf die Rechercheergebnisse über den bedrohlichen Patienten seiner Mandantin Angela Seiters. Der Anwalt hat die Wachdienstangestellte Olivia Benning gebeten, ihre alten Polizeikontakte zu nutzen. Du hast was rausgekriegt zum Birkner. Richtig. Okay, um was geht's? Was hast du rausgekriegt? Informationen, die dir wahrscheinlich nicht so gefallen werden.
Der Typ ist vorbestraft, und zwar wegen Körperverletzung. Das hatte ich befürchtet. Okay, weißt du was, komm kurz rein. Ich habe leider nicht viel Zeit, aber bitte setz dich doch. Jetzt ist meine Sekretärin schon nach Hause. Ich muss gleich selber zum Gericht. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber schieß los. Also, wie gesagt, er ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung. Schulisch absoluter Überflieger, hat nach dem Abschluss die Stipendien nur so zugeschmissen bekommen und hätte sich die Uni quasi aussuchen können. Das heißt, der ist hochintelligent. Richtig. Fakt ist aber auch, dass er seit seiner Jugend ein psychisches Problem hat. War der denn schon mal in Behandlung? Ja, mehrfach. Er ist in seiner Jugend mehrfach eingewiesen worden in die psychiatrische Klinik, hat allerdings nie irgendwie eine Therapie abgeschlossen. Dann habe ich noch rausgekriegt, zu seinen Vorstrafen, dass sich seine Gewalttaten wirklich hauptsächlich gegen Frauen richten. Gegen Frauen? Ja. Ja. Und wie läuft das ab? Naja, Fakt ist, dass er seine Opfer regelrecht krankenhausreif schlägt. Und in zwei Fällen zu seinen Vorstrafen ist es halt so, dass da gewisse Parallelen sind. Da richtet sich wirklich die Gewalttat gegen die Mutter und ihre erwachsene Tochter. Moment, gegen Mutter und Tochter? Und das in zwei Fällen? Heißt das, der hat ein Muster? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er nach einem Muster handelt. Ich würde nicht mal behaupten, dass er dazu neigt, irgendwelche Dreiecksbeziehungen zu führen. Fakt ist aber, dass in zwei Fällen es wirklich so war, dass er Mutter als auch die erwachsene Tochter massiv bedroht hat und sogar handgreiflich geworden ist, also wirklich attackiert hat. Gut, okay. Du hast mir sehr geholfen mit dieser Information. Die ist für mich wahnsinnig wichtig und für meine Mandantin auch. Ja, okay. Danke für die Info. Danke. Tschüss. Tschüss. Also wir wissen jetzt eine ganze Menge. Der Mann ist hochintelligent, der Mann ist gefährlich, er übt Gewalt gegen Frauen aus, er ist therapiebedürftig, aber anscheinend therapieresistent. Er hat mehrere Behandlungen abgebrochen. Wir müssen handeln. Ich muss auf jeden Fall mit meiner Mandantin sprechen und wir müssen etwas tun, und zwar jetzt, sofort. I'm coming for. Die Therapeutin Angela Seiters hat von ihren Patienten schon viele bizarre und wahnsinnige Geschichten gehört. Aber noch nie hat sich die 47-Jährige vor jemandem auf ihrer Couch gefürchtet. Bis Lothar Birkner vor 4 Wochen in ihre Praxis kam. Zu diesem Zeitpunkt weiß die engagierte Ärztin noch nicht, was ihr Anwalt Bernd Römer gerade über den Unternehmensberater herausgefunden hat. Lothar Birkner hegt nicht nur brutale Gewaltfantasien, er lebt sie auch aus. Ich würde dann gehen, Frau Seiters. Ja, das ist in Ordnung, Tina. Oder soll ich nicht doch lieber die Termine für morgen absagen wegen Ihrer Tochter? Nein, das wird nicht nötig sein. Wir fangen ja morgen erst Vormittag an und da habe ich in der Früh noch genug Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Das passt dann schon. Okay. Gut. Ja, schönen Feierabend. Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss, Tina. Tschüss. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Lothar, was machen Sie denn hier? Wie sind Sie hier reingekommen? Ihre Sprechstundenhilfe hat mich noch mal reingelassen. Ich bin auf den letzten Drücker hierher gekommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich renne durch die Stadt seit Stunden ziellos. Ich habe keinen Anfang, ich habe kein Ende. Ich habe überhaupt nichts mehr. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Verdammte Scheiße nochmal. Setzen Sie sich doch bitte. Wollen Sie ein Wasser? Nein, ich brauche kein Wasser. Ich brauche Hilfe. Dann erzählen Sie mir doch bitte, was passiert ist. Heute Morgen bei unserem Meeting, also bei unserem Treffen. Sie haben mich doch gefragt, ob ich meiner Freundin schon mal etwas angetan habe. Ja. Ich habe gelogen. Was? Mein Gott. Was passiert, Lothar? Ich habe ihr was angetan. Ich habe ihr weh getan. Und bevor das hier oben vollkommen eskaliert ist, konnte ich mich noch mal irgendwie kontrollieren. Noch. Was ist mit Ihrer Freundin, Lothar? Was ist passiert? Ich muss raus. Ich muss hier weg. Ich muss raus. Mein Gott. Lothar, was ist mit Ihrer Freundin? Oh mein Gott. Jetzt ist endgültig klar, es ist noch schlimmer, als ich eh schon vermutet habe. Es kann jeden Moment zu einer Tragödie kommen.
Mensch, wo bleibt denn mein Anwalt? Der wollte doch längst hier sein. Mit den erschreckenden Erkenntnissen über den Patienten ist Bernd Römer sofort nach einem Gerichtstermin zur Praxis von Angela Seiters gefahren. Der Rechtsanwalt will die alleinstehende Mutter darüber informieren, dass Lothar Birkner mehrfach wegen Gewalt gegen Frauen vorbestraft ist. Herr Birkner ist hier gewesen, ja. Hier in der Praxis? Ja, ist ganz plötzlich hier aufgetaucht. Was wollte der? Ja, also er war völlig aufgelöst. Irgendwie wollte er sich wohl Luft machen. Er ist durch die Stadt gelaufen und dann plötzlich ist er hier aufgekreuzt. Ja, er hat mir heute Morgen nichts davon erzählt, was er mir eben erst gestanden hat. Und zwar, er ist wohl gewalttätig gegen seine Freundin geworden. Das hatte ich befürchtet. Ja. Was genau hat er gemacht? Hat er das gesagt? Er sagte nur, anscheinend ist irgendwie noch nichts Schlimmeres passiert. Wobei die Betonung liegt auf noch. Aber ich traue mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr zu beurteilen, was dieser Mensch als schlimm bezeichnet oder nicht. Ja. Mein Gott, so. Also, warte, ich mach das. Müsste eigentlich cooler sein. Ist ja nicht so, dass ich das nicht von meinem Patienten gewohnt bin, aber... Sie sind zu nah dran gerade. Ja, das... Bitte. Dazu kommt noch, dass meine Tochter seit heute Morgen im Krankenhaus ist. Sie hatte einen Autounfall. Ach Gott. Ja, gut, es geht ihr gut, aber ich bin anscheinend trotzdem irgendwie völlig durch den Wind. Das ist doch völlig verständlich. Natürlich sind Sie durch den Wind. Wenn jetzt mit Ihrer Tochter noch sowas passiert, also ein Glück, dass es nichts Schlimmes gewesen zu sein scheint. Was Sie mir über den Herrn Birkner erzählen allerdings, das deckt sich exakt mit dem, was ich in der Zwischenzeit über ihn rausgefunden habe. Der Mann ist hochgefährlich, der ist mehrfach vorbestraft wegen Gewaltdelikten. Und er hat auch schon mehrfach eine psychiatrische Behandlung gehabt. Ich weiß nicht, ob er Ihnen das gesagt hat. Nein, bisher nicht. Da weiß ich nichts von. Aber mich wundert inzwischen gar nichts mehr. Es ist nur so, dass ich mache mir wirklich Vorwürfe, dass ich da nicht früher schon drauf reagiert habe. Dass ich nicht früher schon was unternommen habe. Das müssen Sie nicht. Sie haben doch gehandelt. Nachdem der Ihnen von seinen Gewaltfantasien erzählt hat, sind Sie doch sofort zu mir gekommen. Mehr hätten Sie nicht tun können. Es ist allerdings besorgniserregend, dass dieser Mann so gefährlich ist. Wissen Sie, die Gewalt, die der ausübt, die setzt er immer gegen Frauen ein. Und was ein bisschen merkwürdig ist, es gibt zwei Fälle, ganz bizarr, da hat er gegen eine Tochter und ihre Mutter Gewalt ausgeübt. Okay, worauf wollen Sie hinaus? Das ist jetzt nur so ein Gedanke, aber kann es nicht sein, dass Ihre Tochter und Sie das Ziel von dem sind? Oh mein Gott. Dass Sie und Ihre Tochter, dass Sie das Ziel der Gewalt ausbekommen? Ja, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen, Mensch? Was meinen Sie damit? Meine Tochter hatte doch den Autounfall. Und der Arzt hat eindeutig eine angebrochene Rippe festgestellt, die nicht vom Unfall stammen kann. So, aber Juli will uns überhaupt nicht sagen, was passiert ist. Die Beziehung zwischen meiner Tochter und mir ist seit der Trennung von meinem Mann wirklich sehr kompliziert. Also, sie behauptet, dass ich mich nur noch um meine Arbeit kümmere und straft mich damit ab, dass sie mich überhaupt nicht mehr an ihrem Leben teilhaben lässt. Also, was ich weiß, ist, dass sie einen neuen Freund hat. Den habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Aber sie hat mir erzählt, dass er deutlich älter sein muss als sie. Dann ist es möglicherweise wirklich kein Zufall, dass er sich Sie als Therapeutin ausgesucht hat. Das würde bedeuten, mein Gott, das bedeutet, dass Juli, meine eigene Tochter, das Ziel ist? Wir müssen sofort mit Ihrer Tochter reden. Das ist die Einzige, die uns jetzt sagen kann, ob das so ist oder nicht. Ich kann wirklich nur hoffen, dass wir uns irren. Wenn meiner Tochter jetzt noch mehr passieren würde, nur weil ich mich nicht früh genug darum gekümmert habe, unsere Probleme zu lösen, das würde ich mir im ganzen Leben nicht mehr verzeihen.